Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so schief hier alles. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Construct Escape the System. Und wer sich wundert, dieses Echo verschwindet jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich folge einfach mal diesen Dingern hier. Es sei denn, das Ding führt mich wieder zurück. Nein, da gibt's so einen komischen Beamer sozusagen. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, das war nicht gut. Das gibt's doch nicht! Bin ich jetzt total der... So. So fliegt man da rein. Mal sehen, wo bringt der einen hin? Schwerelosigkeit. Na toll. Ist der Systemkern in der Schwerelosigkeit? Och nö. Was soll denn das? Und wo muss ich zurück? Muss ich dahin zurück? Ich hasse die Schwerelosigkeit. Normale Schwerkraft. Endlich. Die Frage ist... Also ich habe jetzt noch diesen Ball. Was ist da hinten? Was ist das? Ist das der... Ja! Die Teleporterkugel. Kannst du mich mal, Schwerkraftkugel? Ha! Teleporterkugel, ich bin der Meister. Schnappen wir uns einmal den Systemkern. Und dann, haben wir 1 Minute 30. Da muss ich nur dahin kommen. Na, komm. Zieh mich an. Na? So. Hier gibt's eine Maschinenkugel. Warum auch immer? Wofür auch immer die Maschinenkugel gut ist. Hier sind wir gelandet. Hier ist eine Maschinenkugel, aber wo sollen wir hin? Da oben muss die Maschinenkugel hin. Das heißt einmal... Boah. Muss mir die Maschinenkugel schnappen. Nein. Und einmal hier einsetzen. Komm her, Teleporterkugel. Was hat die jetzt bewirkt? Oh, ich glaube, ich muss einmal kurz Enter drücken und cheaten. Ja, sorry Leute, aber ich musste cheaten. Weil ich es nicht rechtzeitig schaffe. Nein! Da kann man sich nicht dran saugen. Aber es ist Schwerelosigkeit. Oh, Moment. Ich bin auch ein Idiot. Ich bin wieder zurückgegangen, oder? Aber ich frage mich echt, wo soll man denn da hin? Weil ich bin da gelandet. Aber ich komme doch nicht zurück. Ich komme dahin. Hä? Und das in 1 Minute 30? Wie soll das denn bitte funktionieren? Okay. Ach da, die Dinger sind erschienen, oder? Hier rüber soll man. Boah. Boah. Treff ja überhaupt nicht.
Okay. Versteh das. Ah, da hinten hin. So. Dann soll man darüber. So. Nur wo dann hin? Wir müssen ja irgendwo wieder raus. Aber dann ist die Frage, kommt man da drüben rein? Ah. Boah. Das ist fies. Das ist echt fies hier. Guckt euch das mal an. Hier soll man sich dann über die Dinger hochhangeln. Boah. Also an den kommt man ran. Wow. Okay. Aber wo geht's dann weiter? Nicht runterfallen. Nein! Okay, irgendwie steige ich da noch nicht so ganz durch. Bin jetzt hier. Wow, wow! Alter! Noch weiter am Abgrund kann ich ja nicht spawnen hier, oder? Also klar, ich könnte versuchen, da oben raufzukommen, aber, ich weiß gerade nicht, da kommt man rein und hier kommt man wieder raus. Aber was bringt mir das? Ich komme hier nicht weiter. Ich müsste eigentlich da drüben hin oder irgendwie hier, aber hier ist sonst nichts. Boah. Ah, ich komme zu dem rüber. Krass. Krass, krass, krass. Boah. Ja, natürlich. Ich habe grandios gecheatet. Aber hey. Sorry, aber das Spiel erlaubt es. Also mache ich das. Höp. Und einmal wieder zurück. Ja, gut. Höppert. Und wir haben einen weiteren Systemkern erbeutet. Ja. Das gefällt einem doch. Ich weiß aber nicht, was dieser Special-Effekt hier machen soll. Weil, wir haben jetzt den Systemkern hier. Das heißt, das Ding ist weg. 6 von 16. Hui! Und einmal... Wupp! Headbutt! Zum C-Hub. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt eigentlich alles erledigt, oder? Komm her, Teleporterkugel. Ah! Ah. Wupp. Zack. Gucken wir mal, was er hier sagt. Nächstes Upgrade D. Ah, D1. C-Hub. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei Kugeln. Ah, stimmt. Heppard. Irgendwann, wenn wir durch sind, kommen wir nochmal zurück und holen hier noch weitere Systemkerne. Haha. So funktioniert das. Ja, gut. Hüpp. Whee! Boing. Und hüpp. So, das heißt, mit C sind wir auch schon mal, haben wir auch schon mal zwei Kugeln. Das heißt, dann bleibt nur noch D übrig. D müsste dann hier sein, weil hier zwei Kugeln, zwei Kugeln, zwei Kugeln. Dann gibt es insgesamt sechs Kugeln. Und hier, ja... Komm her, Kletterding. Hey. Schneller, schneller. Wupp. Wupp. Ha. Boah, was ist das denn für eine Kugel da hinten? So. Und jetzt wollen wir einmal hier D
stehen hier und Headbutton! Im D-Hub sind wir jetzt. Wir sind jetzt im D-Hub. Willkommen bei... ich lasse das lieber mal. Dieses komische... Gut, ja. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so schief hier alles. Okay, was sagt der hier? Boah. D1. Ups. Moment mal. Hä? Wir sind auf so Mini-Planeten. Was ist das denn? Okay. Das ist ja mal geil. Huch. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit so Mini-Planeten, die eigene Anziehungskräfte haben und dann so quasi über so einen Teleporterstrahl einen auf die andere Seite rüberbringen. Hup. Okay, irgendwo hier war da ist ein Zugang zum D1-Systemkern. Gucken wir mal, können wir den schon mitnehmen? Oder müssen wir da noch irgendein Upgrade vorher machen? Oh Gott. Oh Gott, was ist... Oh Gott, was ist das denn? Ach, komm schon. Wir sind irgendwie... Also aktuell kommen wir hier weiter. Upp. Mit Dreiersprung. Boing. Nur so einmal hier rüber. Zack. Einmal dahin. Okay. Vor allen Dingen, wir sind ja die ganze Zeit... Also, das ist ja mehr oder weniger... Das ist voll verwirrend, Leute. Okay. Da brauchen wir einen... Kriegen wir hier irgendwo einen? Da brauchen wir auch einen? So ein Ding zum Aktivieren. Hä? Haben wir jetzt eigentlich irgendwo einen gehabt? Da oben leuchtet was? Da leuchtet was? Boah, das Krasse ist ja, das ist, total verwirrend alles hier. Da hinten könnte irgendwas sein, wenn wir ein Upgrade hätten. Ich glaube, dass wir hier noch nicht weiterkommen. Oh, das ist... Boah, da wird einem irgendwie schlecht, glaube ich. Das dreht sich alles so. Na, da komme ich auch nicht rauf. Na gut. Ich sehe jetzt auch kein... Das ist echt... ja, das macht ein... Da wird man ein bisschen... Da ist eine Maschinenkugel. Ha. Das heißt, ich komme doch weiter. Das ist echt... Ja, echt nicht normal hier. Hup. Hup. Zap. Hui. So, einmal hier rüber. Nein, nicht zu weit. Dung, 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 dung. Das ist aber schon irgendwie krass mit dieser Welt, in der Welt sozusagen. So, okay, was passiert jetzt? Okay, gut. Ja, zum Fähigkeiten-Upgrade. Was das sein wird, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Das heißt, diese Folge ist leider schon zu Ende. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Abonnieren, damit ihr immer wisst, wann Videos kommen. Übrigens 15.30 Uhr. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann vergesst nicht, drückt die Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss.